Ich habe mich heute verkleidet, ein bisschen Weihnachtsmannmäßig, weil meine Frau sagt, ich brauche mir nicht verkleiden. Ja, vielleicht hat sie recht. Man wird ja älter, wa? Ja, ich möchte mich mal an die Eltern wenden, an die Eltern, die vielleicht ihren Kindern schon so ein Smartphone zu Weihnachten gekauft haben. Ich möchte mal euch da eine Geschichte erzählen. Ich wohne ja direkt an der Schule. Und ja, und heutzutage sieht man ja kaum noch irgendjemand, wenn die Kinder so, na, so quatschen, so, die kommen von der Schule, haben ihr Ding vor der Nase. Manchmal halten drei ihre Köpfe so, oder vier ihre Köpfe so über das Ding. Nee, und da lief ein Junge mit so einem Smartphone, kam direkt raus aus der Schule, ohne zu gucken, über die Straße rüber. Gott sei Dank war 30 gewesen, wie Autofahrer. Kommt ein Auto angefahren, der sieht es nicht, der bremst scharf, der Autofahrer. Da sagen dann Passanten, oder waren wahrscheinlich auch Eltern, auch wieder, kann der nicht aufpassen? Der kleine Junge sagt, sag mal, hast du eine Macke, Alter? Naja, kleiner Junge, er war vielleicht auch schon 12 gewesen. So, ich dachte, was machst denn du? Scheiß den Kleinen zusammen, kriegst du Eier. Begrinne ja. Ja, und da kam mir so die Idee zu diesem Lied, was ich jetzt gemacht habe hier. Und ich verstehe eins nicht. Die Eltern bringen ihre Kinder bis zur Schule. Ich wohne nur da, ich komme schlecht raus mit dem Auto, wenn ich raus will, weil die ja immer ihre Maus ihre die Kinder hinbringen. Ich habe mal eine angesprochen, eine Frau, warum sie das macht. Ja, mir nichts passiert, außerdem geht es ja nicht an. Der Kleine kam so dickes Schwein, dass er aus dem Auto ausgestiegen mit seiner Schultasche, dachte ich, na, der könnte mal durchlaufen. So, da haben die Angst, die Eltern, dass den Kindern was passiert. Weil ja noch nie was passiert ist in Sevanik. Dass irgendein Kinderfänger kommt. Aber die haben keine Angst, ihren Kindern so ein Smartphone zu kaufen. Und da müssten sie eigentlich normalerweise gleich eine Bedienungsanleitung mitgeben. Also nicht über das Smartphone, das wissen die ja schon heute, also sind ja nicht doof. Nee, aber normalerweise müsste es einen Helm zu geben, müsste Pflicht sein, Smartphone und Helm. Und dann müsste man so eine Art Nachweis dafür haben, bevor man mit dem Ding auf die Straße kann. Naja, das fiel mir also ein und dazu kam natürlich Folgendes, oh, ich meine, die können machen, was sie wollen. Die Eltern machen ihr das dummerweise vor. Also die Eltern sollten ja Vorbilder sein, was sie heute natürlich nicht mehr sind. Aber ich will mir vorhin die Geschichte erzählen nochmal. Ich war zum Geburtstag und da beim Kollegen und da sitzt jemand neben mir, ich kannte den schon, aber ich habe nicht geahnt, was auf mich zukommt. Wir saßen kaum da, drei Worte gewechselt, haut er das Smartphone raus, komm, ich werde dir mal was zeigen. Ich sage, du lass mich damit zufrieden. Warum? Ich sage, tu mir einen Gefallen, lass mich zufrieden, ich will das nicht sehen. Ja, aber guck mal hier, hier ist meine Frau, die ich kennengelernt hatte. Und da ist meine Schwester, meine Quatsch, Tochter, die ist jetzt in Amerika, guck mal hier. Da sind wir am Jarten. Ich sage, zeigte meine Frau. Meine Frau, die war höflicher als ich, die hat dann sich wirklich 2 Stunden belegen lassen von dem. Der hat nur erzählt von sich und alles Mögliche und dann mal das Smartphone in der Hand und alle haben so ein bisschen vor sich nicht stutz. Neben mir hat ihnen dann ein Spiel gemacht, der war auch so langweilig, hat auch mit dem Smartphone nicht spielt, sondern was da so gibt. Und Gott sei Dank, dann war so 2 Stunden lang, Gott sei Dank rief da mein Kollege, das Essen hier, keine Buffet ist in der Küche. Ich aber raus, ich bin auch nicht mehr rausgegangen aus der Küche. Bis der weg war. Ich habe mich dann unterhalten mit jemand anderem, der sagt, ich habe gemerkt, hier steht hier bis oben, ich sage genau, sag, ist zum Kotzen, sage ich, dass die Leute keine Anschein mehr haben, ja nicht mehr, die zeigen dir diesen Dreck da, den kein Mensch sehen will. Früher, als ich mal einen Lichtbildervortrag gemacht hatte, das war eine halbe Stunde, haben manche gesagt, naja, Mensch, müssen wir das machen. Aber heutzutage belichtet ja jeder. Wenn der gerade Ruhe hat mit deinem Smartphone, kommt der andere raus. Und du kannst nicht sagen, wenn du was sagst, dann bist du ein Stänkerfritze und eben einer von gestern, naja, was wir machen. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute zu Weihnachten. Vielleicht überlegt ihr euch nochmal, was ihr euren Kindern schenkt. Oder ihr dürft, die dürfen mit dem Smartphone mit Bekleidung laufen als Beispiel. Ansonsten, mein Lied heißt hier gerade Der Tod eines Pokémon-Jägers. Ich wünsche euch trotzdem neues Fest, früh von neues Fest, Quatsch. Ein schönes Fest, halt die Ohren schlapp, alles Gute und guten Rutsch. Tschüss, euer Hammerhart Arni. Überall am Wege stehen Blumen, fern von Hektik und vom Stadtverkehr. Schmetterlinge tanzen in der Sonne und Libellen fliegen hin und her. Ein bunter Käfer krabbelt auf der Erde. Bis du ihn mit deinem Fuß zertrittst. Doch du starrst die
blöd nur auf dein Smartphone und bekommst von all dem gar nichts mit. Wenn des Tages Hitze dich ermüdet, legst du dich im Wald ins kühle Moos und du schlägst nur so aus Langeweile ein paar rote Waldameisen tot und ein Heerpaar kreicht in den Bäumen. Und ein Bussard kreist hoch über dir. Doch du starrst wie blöd nur auf dein Smartphone und hast keinen Blick dafür. Dann führt dich der Weg durch Wald und Felder endlich wieder in die Stadt hinein. Doch du starrst wie blöd nur auf dein Smartphone und rennst plötzlich in ein Auto rein. Pech gehabt, so schnell verlich dein Leben und die Engel warten schon. Und als Gastgeschenk bekommst du einen kleinen Pokémon, einen kleinen